St. Pauli gelingt Befreiungsschlag gegen Ingolstadt. Fußball Zweitligist FC St. Pauli ist mit dem Sieg beim FC Ingolstadt ein Befreiungsschlag gelungen. Die Hamburger setzten sich beim Ex-Club von Trainer Markus Kautschinski mit 1:0, 0:0 durch. Ingolstadt erlebte damit nach dem 0:6 in Bochum den nächsten Spieltag zum Vergessen, ist mit nur 5 Punkten 13. und verlor zudem Konstantin Kerschbaumer, 77. mit gelb-roter Karte. St. Pauli kletterte mit 9 Punkten auf Platz 7. Der eine wechselte RY Omiyahi, der aufgrund von Verletzungen seit Mai 2017 kein Zweitligaspiel mehr bestritten hatte, erlöste die Paulianer in der 82. Minute. Nach einem hohen Ball vom ebenfalls eine wechselten RSNC hier enteilte der Japaner Gegenspieler Benedikt Glimber und köpfte den Ball vor dem herauseilenden Marco Knaller ins Tor. Die erste Halbzeit war geprägt von Ungenauigkeiten und kleinen Fouls. Beide Teams erspielten sich keine zwingenden Torchancen. Die Gastgeber, deren Trainer Stefan Leitl spätestens seit dem Debakel gegen Bochum in der Kritik steht, müssen weiter auf den zweiten Saisonsieg warten. Thomas Pledel hatte in der 59. Minute die beste Chance für die Ingolstädter, die ab der 77. Minute in Unterzahl spielen mussten, nachdem Kerschbaumer die vom Platz gestellt wurde, doch sein Kopfball nach Flanke von Paolo Ottavio ging knapp über das Gehäuse von Gästekeeper Robin Himmelmann. Für die Kiezkicker war es der erste Sieg nach drei Niederlagen in Folge.